So, kann ich jetzt hier. Ach so, warte mal. Ich bin so doof. Das muss ich drücken und dann einfach groß machen. Dann passt es doch. So. In dem Gebiet sind wir gerade. Da ist meine Armee. Oberherr auswählen Details. Hä? Und hier geht's. Arena verfügbar. Minis Idil. Der Feind hat sich in der Arena versammelt. Der Hexenkönig fordert den Grabwandler heraus. Alter, sicher? Will ich hier wirklich hin? Ob ich da hin will? Gut, aber das ist das nächste, oder? Oder muss ich hier hin? Jetzt bin ich etwas überfragt. Wir gehen mal nach Minas. Minas Ithil zurück. Da haben wir ja, glaube ich, auch noch ein bisschen was offen. Und guck mal, ob hier irgendwelche spielvorantreibenden Quests noch irgendwo sind. Und ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir da entweder das rote Auge oder halt eben das mit dem Hexenkönig machen. Aber ich glaube, Hexenkönig ist ein bisschen heftig noch, oder? Ich weiß nicht, wie der drauf ist. So, wir gucken mal auf die Karte. Also wir haben hier auf jeden Fall noch Sachen offen. Unbekannter Hauptmann. Verlorenes Artefakt. Hier haben wir noch gar nichts gemacht. Nee, halt, stopp. Aber ich glaube, hier sind wir richtig. Dann werden wir uns jetzt erstmal dem widmen. Gucken mal, was hier so los ist. Die sind jetzt, die waren relativ luschi, oder? Habe ich das irgendwie? Wir probieren das mal gegen ein paar mehr. Ja, viel Schaden haben die jetzt nicht angerichtet. Nee, die sind. Also, ich habe das Gefühl, dass sie um einiges schwächer sind. Die Popel-Orks hier. Der Kampf kommt der Amputierer gelegen, aber woher ist das? Ich hab
einer Wache. Das kannst du nicht. Da musst du dich schon vorsehen. Halte Ausschau nach Überlebenden in den Ruinen. Und wie? Doch, weißt du was? Wimmernde Bleich, hast du das gehört? Oh. Genau. Die hat er hineingefroren! Ist jetzt würde ich jetzt so sagen, ein bisschen pimmelig. Aber gut. Gondor so, stand schon einmal hier? Dem Hexenkönig eine gegenüber Münze. Und seither führt er einen Rachefeldzug gegen Minas Ethil. Diese Münze zeigt den siegreichen Eärnur, den letzten König Gondors. Er hier? Vor Generationen führte er nur eine Armee, die den Hexenkönig besiegte und seine Truppen nach Angmar trieb. Doch unser König wurde überheblich und der Sieg bedeutungslos. Der Hexenkönig forderte er nur zum Zweikampf heraus. Er nur ritt von Minas Tirith nach Osten und wurde nie wieder gesehen. Nur eine ganze Nation kann dieses Böse besiegen, nicht ein Mensch allein. Na, wer ist denn er nur? Gut, so. Dann müssen wir wohl oder übel hier über die Brücke. Was haben wir denn hier? Duell. Unbekannter Hauptmann. Ja, wir lassen jetzt die Hauptmänner erstmal außen vor und sammeln erstmal ein bisschen uns durch die Stadt durch. Eärnur, der den Hexenkönig bekämpfte. Zweimal. Weil er die Aufgabe beim ersten Mal nicht vollendete. Willst du sehen, wie man es macht? Na gut. Bam. Gut, jetzt müssen wir da irgendwie hoch und uns durchkämpfen, nehme ich mal an. Bin mal gespannt, was die Hauptmänner hier so drauf haben. Level 7. Okay. Ich fiel ihm auf dem Schlachtfeld anheim. Honk Madennest. Es kriechende, windende Wärme. Hatten wir den schon mal? Aber tausend Zucker. Laber nicht, Schweine labern auch nicht. Kochen über mich und in mich hinein. Fraßen das tote Fleisch von meinen Wunden. Jetzt sind sie bei mir. Für immer. Eine kriechende, sich windende, ewige Qual! Oh fuck! Okay. Das war's.
Kommt er hier runter? Das wäre cool. Wie schade. Wieder keinen Kampf gefunden. Heute Abend wird es wieder Ratten geben. Ja. Was sollen wir mit der Stadt anstellen, wenn wir sie eingenommen haben? So. Wir erobern sie nur. Der Hexenkönig entscheidet, was damit zu tun ist. Kannst du mal das Schwert aufnehmen? Dankeschön. Das ist ein Dolch, okay. Wer macht die Rüstung des Hexenkönigs? Wüsste ich auch gern. Derjenige könnte mir auch eine machen. Ja, der Hexenkönig ist vieles. Wir gehen mal hier rum. Was war das? Bleichhaut! Du Wurm! Endlich etwas Futter! Denk an das! Und erwirb dich! Bleib, wo du bist! So, was haben wir hier? Der rote Pfeil, ein Pfeil ist eines von Gondors wichtigsten Symbolen. Doch nur wenige wissen, wofür er steht. Sind wir in äußerster Not, können wir den Pfeil den Menschen Rohans überreichen, die durch einen uralten Pakt dazu verpflichtet sind, uns zur Hilfe zu reiten. Wir hätten ihn zu Beginn der Belagerung einsetzen sollen, doch die Orks umzingelten uns so schnell und Rohan ist so weit entfernt. Ja, so weit schießt kein Pfeil. Von Gondor nach Rohan ist ein Stück. Ich frage mich, ob die Menschen Rohans diesen Pfeil würdigen würden. Schwer zu sagen. Menschen haben ein kurzes Gedächtnis. In Krisen ein noch kürzeres. Oh, hier haben wir noch ein Dings. Pfeile haben wir noch genug. Gucken wir gerade mal auf die Karte, wo wir jetzt hingehen. Ich würde sagen, wir reinigen mal den Turm hier, oder? Der wäre dann wo? Irgendwo diese Richtung.
Gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Oh, der hatte was dabei. Cool. So, ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Sprint. Dann können wir das hier reinigen. Na, so. Dann haben wir nämlich auch einen Reisepunkt. Da sind wieder die Hügelgräber. So, was haben wir noch? Hier ist nichts mehr anscheinend. Da ist noch was. Kankra-Erinnerung. Es fehlt noch nichts mehr. Wir haben alles. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir hier alles haben. Hä, wieso ist denn das jetzt wieder da außen? Hier ist auch die Kankra-Erinnerung. Machen wir die mal als erstes und reisen hier hin, oder? Schauen wir mal. Ich fragte ihn direkt. Wenn du meine Gestalt erblickst, was siehst du? Ein Scheusal? Achso, das ist ja wieder das mit den Fotos. Blicke tiefer, sagte ich. Warte mal, hier ist ein Gesicht. Denn ich bin nicht die Masken, die ich trage. Das ist Sauron. Das von der Seite irgendwie hin. Gemein. Ich drehe mir das mal komplett rum. Kind ist irgendwo hier. So haben wir es auch. Ich glaube, das gibt eine kleine Zwischensequenz, wenn das alles fertig ist.
Denke daran, Talion. Das sind so komische Dinge. Wir haben auch wieder eine Fähigkeit freizuschalten. So, auch mal gucken. So, dann würde ich sagen... Ja, weiß ich nicht. Die ganze Zeit nur sammeln ist auch vielleicht ein bisschen doof. Was haben wir hier? Was sind das hier? Das ist die Ethildin-Tür. Und hier ist unsere Hauptquest. Was bist du? Okay. Dann würde ich sagen, reisen wir hier mal wieder mitten rein oder reisen wir mal hier hin? Wir reisen mal hier hin. Haben wir hier noch? Da haben wir... Können wir irgendwo hinreisen? Nee, ne? Ja gut, dann reisen wir mal hier hin. Für die Tür haben wir jetzt noch nichts. Wir könnten höchstens Ruth starten. Erlebe die Macht und den Zorn des einen Rings. Gucken wir doch mal. Als Sauron seinen Verrat enthüllte, erhob ich die Waffen gegen ihn. In meinem das ist Zorn doch... war ich entschlossen, ihn für seine Täuschung zu bestrafen. Ja, geil. Mal direkt fett alles abgeschlossen. So muss das sein. Sehr cool. So, zur Ethildin-Tür. Oh, was ist denn los heute? Ethildin-Tür können wir noch nicht... Das heißt, wir machen jetzt noch mal eins, bevor wir abgeschlossen. Wir holen uns jetzt mal noch den Wegpunkt hier. Würde ich mal behaupten. So, wie kommen wir hier wieder raus? Oben rum. Wir hier irgendwo hoch? Ja, ne, müssen wir ja eigentlich. Ja, da ist Assassin's Creed ein Scheißdreck gegen.
Sieht das geil aus hier. Ja, da müssen wir wohl ganz dahinter, würde ich sagen, ne? Wir helfen hier mal unseren Freunden mal ein bisschen. Da ist ein Boss. Du denkst, du kannst es mit uns allen aufnehmen? Lächerlich. Dich lasse ich mal kurz aus, glaube ich. So, weil dann haben wir nämlich alle Wegpunkte hier. Das ist ganz praktisch. Da können wir hier schön hin und her reisen. So, was haben wir denn hier Schönes? So, jetzt fehlen noch die Kankra-Erinnerungen und zwei von den da ist die Erinnerung von der Kankra und jetzt noch zwei von den Artefakten Nummer der Uno. Und Nummer 2. Ich werde dich finden.